Willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute mit dabei der gute Present LP. Hallo Leute. Ihr seht ihn nicht, heute hat auch keine Tüte auf dem Kopf. Heute mal ganz privat. Oh. Ja, wir sind heute am Start mit einem wunderbaren Random Battle. Ey, ey. Und ja, das Format kennt ihr, glaube ich, noch. Wenn nicht, das liegt schon ein bisschen weiter in der Vergangenheit. Einige Monate nicht mehr aufgenommen. Und ihr habt ja gesagt, ey, Zero, wir wollen auch andere Sachen sehen. Von da habe ich mir gedacht, okay, wir bringen wieder ein Random Battle mit dem guten Present. Da haben wir Bock drauf, da wollen wir machen. Von daher würde ich sagen, randomisen wir erstmal die Teams. Für alle Leute, die nicht wissen, was sie sind, wir werden gleich random Teams zusammenstellen lassen von einer Webseite. Wir werden dann damit antreten. Das heißt, wir können einen Radfratz mit Hyperstrahl haben, der andere dann vielleicht ein Mewtwo mit Sternschauerbarriere. Cool. OP-Set. Legen wir los. Wir sind jetzt bei dem wunderbaren Tommys Teambilder. Man kennt ihn. Ich hoffe, ihr kennt ihn noch. Wenn nicht, dann guckt die anderen Folgen. Die waren immer super. Toll. Ja, Present. Willst du als erstes? Soll ich als erstes? Du darfst anfangen. Ich darf anfangen, okay. Leute, dieses Team wird alles vernichten. Ich sag's euch. 3, 2, 1, vernichten! Wow. Alter, Natiri, den finde ich richtig krass. Blanas, Mann, der ist halt auch stark, also. Ich mag dein Team. Alter, hast du schon meinen Sodamark gesehen? Alter, Sodamark ist das Beste von allem. Ja, der geil. Der ist richtig stark. Also, ich bin überrascht. Überrascht nennen wir es. Ich weiß, warum ich dieses Format lange nicht mehr aufgenommen habe. Okay, dein Team. Oh Mann, so dann. Sehr gut. Guck mal, jetzt habe ich die übelste Scheiße bekommen. Ja, aber ich bekomme jetzt noch schlechteren Stuff. Let's go. Okay, und ich bekomme... Oh lol, mein Team ist schon nicht schlecht. Nee, das ist überhaupt nicht schlecht. Das sieht schon cool aus, also von den Pokémon her. Aber man muss halt sagen, alle Resets sind random. Deswegen können die richtig bad sein. Ja, so ist das. Also Leute, wie gesagt, das ist... das komplette Desaster, was jetzt auf uns zukommt. Ich hoffe, ihr werdet gutes Gameplay sehen. Wenn nicht, habt ihr Pech gehabt. Let's go! Beginn! Bist du bereit für den Kampf? Hast du Bock? Ich bin ready, mein Buddy ist ready. Ja, Mann. Present. Yeah. Buddy ist ready, Alter. Yeah. Leider, der Reggie, der sagt das wohl nicht mehr ganz so oft. Sad life, Mann. Aber, meine Damen und Herren, ich hoffe, ihr sagt das noch öfter, denn wir haben Bock, sowas öfter mal wieder zu machen. Vielleicht einmal die Woche. Wenn ihr Bock habt, lasst einfach mal ein Däumchen nach oben da. Würde uns freuen und sehen wir. Aha. Die Leute haben Lust. Und da sind unsere wunderbaren Teams. Let's go. Haben wir ja gerade gesehen. Teams sind ja gut ausgefallen. Ja, mein Team ist richtig krass. Also und ich mag den Slimer. Also Datiri, das ist ein gutes Pokémon. Ne? Hat ja auch Gen 8 mehr oder weniger angeteased. War das erste Pokémon, was im Trailer gezeigt wurde. Ja, das stimmt. Ich habe direkt an XY gedacht, als ich es gesehen habe. Es ist durch die Gegend geflogen. Da war es einfach mal so ein kleiner, wie nennt man das? Vogel? Nee, da war ja kein Vogel, da war ja so ein Ding auf dem Dach, sah. Wie heißt das? Dreht sich so. So ein Wetterhahn? Oh, ja, fällt dir gerade selber nicht ein. Sieht mir auf der Zunge, aber ich habe gerade keine Ahnung. Lass es mal da, lass es raus. Ich weiß es nicht mal. Lass es raus. Hab einen Knoten in der Zunge. Ein Knoten? Den müssen wir wohl entknoten. Was fange ich denn an hier, Alter? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Einfach irgendwas. Einfach lean, let's go. Sagst du? Ja. Scheiß drauf. Einfach loslegen. Rein in die... Volles Karacho, rein, Mann. Let's go, Alter. Wait. Let's go. Bist du bereit für die Vernichtung? Ich bin richtig bereit. Ich werde dich zerstören. So böse bist du mit deinen komischen Hörnchenohren da. Oha. Ja. Ein bisschen fies jetzt. Ja, Mann. Hätte ich dir mal einen anderen Hut aufgesetzt. Kannst du nicht meine Ohren beleidigen? Guck dir die Ohren doch mal an. Was ist denn das? Kannst du nicht meine Ohren beleidigen? Das ist ein bisschen fies. Schrecklich. Okay, let's... Alter, Grimer? Grimer, der Schleimer. Der Schleimer. Ja, das war guter. Alter, Primarina. Wie heißt das? Hieß das auf Primarina? Ja, auf Englisch. Oh Mann. Die Primarina. Primarina. Alter, ich habe echt gute Moves. Ich habe das beste Moveset, was du je gesehen hast. Hast du? Nein. Ich habe gute Moves, würde ich sagen. Glaubst du? Gesang. Ich habe Gesang. Alter, das ich treffe sogar. Sogar noch, ey. Lacker, ey. Was heißt hier Lacker? Das war alles Können. Ich habe... Gib dir gleich Können. Ich habe hier kalkuliert, dass ich das treffen werde. Kalkuliert. Mit meinem Pokémon Calculator. Guter Taschenrechner. Ja, kann ich jedem empfehlen. Hattet ihr damals in der Schule auch so einen Taschenrechner, wo man Mario und sowas drauf spielen konnte? Was? Das hatten Leute bei uns damals. Ernsthaft? In der Schule, ja. Die konnten einfach Mario drauf spielen. Hast du ein Stahl-Pokémon im Team? Nein. Ein Gift-Pokémon? Ja. Nein. 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 Ja, aber Taschenrechner, das hatte ich tatsächlich nicht. Ein Taschenrechner mit Mario. Wir haben nur mal dieses Pushy gespielt auf den PCs damals. Was? Kennst du es nicht? Nee. Als ob. Kenn ich gar nicht. Als ob. Ja, damals haben wir auch Spielaffe gezockt. Das war die coole. Das waren gute Zeiten. Das war die coole. Alter, Boxset. Das gab es auf Spiele Karussell. Ja? Ja? Leute, so oldschool bin ich nicht. Leute. So oldschool bin ich nicht. Ich. Hey, du bist älter als ich.
So New School bin ich einfach. So New School. Giftspitze? Set, wobei du hast einen Slimer, du kannst eigentlich immer da reinwechseln, dann sind die Giftspitzen wieder weg. Sowas macht man aber nicht. Wieso nicht? Warum machst du sowas? Ich kann's halt. Warum, was hab ich für einen scheiß Mimikry, oder? Der ist richtig kacke. Ja, ist ein Noctu, der ist halt generell nicht gut. Fassade. Wie viel macht das? Gar nichts. Das ist halt nichts. Geht halt, ne? Boah, ich hab eine Lehmschelle. Oh lol, aber das ist sehr effektiv. Ja, pass mal auf, ey. Und dann kommt noch der Drop. Als ob! Voll gut. Du kommst hier wirklich. Genauigkeitsdrop! Der ist zu 100%. Hat er einfach, ernsthaft? Ja. Yeah. Oh, ja, gut, der hat auch irgendwie eine 20er Stärke oder so, ne? Aber ich habe eine starke Attacke. Hast du? Eine richtig starke Attacke. Ja, glaube ich noch nicht. Doch, glaub mir, wenn du den Namen siehst, dann weißt du, dass es eine starke Attacke ist. Stärke? Ernsthaft? Nein! Alter, im Maul. Jetzt hätte ich sie jetzt stark. Oh Mann, halt einfach Müll. Hä, als ob ich Stärke habe. Ich sag, du wirst nicht treffen durch meine Lebensstelle. Stärke, let's go! Richtig starke Attacke. Ja, richtig stark, sag ich doch. Alter, oh, das war fuck, richtig, das macht richtig gut. Das war besser als Fassade. Lebensstelle. Ah, jetzt bin ich aber schon minus 2 genommen. Oh yeah! Das ist sehr effektiv. Was machst du nun? Die Lebensstelle vom Olymp. Direkt vom Olymp. Pass mal auf, ey, was jetzt kommt. Es kommt mal ein geheimer Move. Alter, wenn du Ruheort hast, bin ich richtig traurig. Wie du triffst, ey. Minus 2 Genauigkeit. Oh, Erholung! Du hast Erholung? Ja, sicherlich. Oha! Lass meine Eule doch mal sich erholen. XD. So. Pass mal auf, da bin ich wieder. Also, du bist da ja ist er wieder am Start. Das ist natürlich ein bisschen blöd jetzt. Ist gut, oder? Ja, ich habe ja eigentlich schon verloren, würde ich sagen, oder? Nee, mein Noctur. Also, wenn du Schlafrieder hast, dann bist du richtig krass. Pass mal auf, was ich noch für Moves habe. Ja. Ja. Ich bin Angst, ne? Ich habe jetzt richtig Angst. Das Angst. Ich kann dir sagen, ich habe auf einem Pokémon das Ultra Necronium Z. Das ist Ultra Necrozma Ding. Alter, fuck, das ist eine Ultra Necronium aus hier, ey. Ultra Necronium. Okay, ich habe den Play, Mann. Ich habe einen richtig starken Play. Okay. Erstmal wird rausgewechselt. Purugli? Purugli. Alter, bist du mal ein bisschen Purugli, oder? Ja, ein bisschen Purugli. Ja, Purugli. Ja, let's go, Mann. Alter, ich habe sogar. Ich hab nichts gegen den Purugli. Mann, ich hab überall einen Z-Move drauf, den ich nicht einsetzen kann. Das ist super doof. Das ist halt ehrlich nicht gut, Minion. Das ist halt echt nicht so toll. Was hab ich denn gegen Purugli? Ja, der Purugli. Schmugli, sag ich da immer. Ich hab da nicht viel gegen, Alter. Warte, wechsel du raus. Ich muss raus. Ist aber ein Tryharder, muss ich sagen. Ja, ich hab nichts anderes. Dein ganzer Pokémon schlafen kann. Jetzt, ne? Erstmal die Giftspitzen einsammeln. Ja, war ein guter Play, war ein guter Play. Erstmal die Giftspitzen einsammeln. Das war ein guter Schaden. Eisenschweif, ja. Weil so viel Schaden war es echt nicht. Ja. Ja. Was machen wir hier? Ich hab nicht viel, was ich machen kann. Okay, triff mal bitte, triff. Okay, das ist gut. Death Drop. Ich glaube, da kann die Death droppen. Nein, kannst du nicht. Oh, oh! Komm, Vergiftung. War gar keine Challenge, Mann. Challenge Pixel. Challenge Action Battle Games of Slord. Oh, Mann, okay, wir. Alter, ich wollte gerade sagen, wir machen das und das. Ich bin schon im Wi-Fi-Battle-Modus, ich kommentiere einfach das, was ich mache. Ja, aufhören. Flüchten. Kann ich tatsächlich, ey. Bei dem Team ist es halt echt nicht so. Mein Team ist halt auch nicht gut. Ich habe eine Idee, Alter. Ich habe eine Idee. Du hast eine Idee? Ich wechsle mich auch aus. Was? Ich bin schneller als du. Das ist scheiße. Das ist gut zu wissen. Du bist der King. Ich bin der King. Nidu King. Nidu Kingeru. Nuzleaf. Nuzleaf. Oh, der ist nicht so gut. Nuzleaferu. Wusstest du, dass Nuzlocke vom Wort Nuzleaf kommt? Jetzt wusstest du es wirklich nicht, ne? Habt ihr voll die krasse. Auf damit! Das ist fies! Hallo, Aye. Fun Facts mit Present! Wir müssen auch gerne was Geiles machen. Fun Facts mit Present! Alter, das macht echt. Das haut richtig rein. Das macht echt Stärke. Starke Stärke hast du da. Aber meine Samenbomben haben auch in die reingedroppt, falls du siehst. Witze mit Dario! Witze mit Dario! Woo! Okay, ja, was tue ich jetzt? Entweder ich kassiere nochmal eine Stärke und mein Nuzleaf ist genuzleaft. Was wechselst du halt rein, ist die Frage, ne? That's the question, my boy! Ich glaube. Du wechselst echt raus. Ich will mein Nuzleaf noch behalten. Ja, aber erhol und du hast 2 Runden noch, in denen du safe schläfst mit deinem Noctu. Ist so, okay. Ja, und wenn ich jetzt dich besiege, ich free it KO dich. Aber Noctu ist halt so scheiße. Den würdest du echt abwerfen, das war der MVP. Noctu kann irgendwie nicht viel, habe ich das Gefühl. Erholung und ja gut, aber Lebensschelle. Aber Noctu, weißt du, ich believe in das Herz meines Pokémon. Es wird jetzt aufstehen und wird dich töten. Geht gar nicht wegen Erholung. Es wird jetzt aufstehen und dich töten. Du bist so doof, Kopf, Alter. Pass auf, Noctu wird den Angriff jetzt überleben und wird dich dann töten. Noctu, nein! Nein! Oh Mann, Noctu, scheiße. Dein Lebenspunkte fallen auf 1000.
37. 37. Das ist ganz wichtig, eine gute Zahl. Ich hab ehrlich nichts. Wieso denn? Weil ich nichts hab. Hä? Ich meine, du hast doch Sodamak oder so. Wasser-Pokémon gegen Nidoking, Boden-Pokémon. Ja, Wasser-Pokémon mit super tollen Attacken. Ja, also, du siehst nicht krasse Attacken. Ich seh's schon. Ja, ja, okay, okay. Ja, einfach raushauen, Mann. Ja, komm, Alter, ich setz meine Trumpfkarte ein. Kackturn. Kackturn. Das war so schlecht, Mann. Mein Kackturn, Alter. Oh, das ist halt echt eine schlechte Runde, Mann. Aber. Ich kann nichts anderes tun. Stärke, du wieder deine Stärke, Alter. Ich bin halt ein starker Boy. Weißt du, ich nenne den Part einfach starke Moves oder so, ey. Das war sehr, sehr kreativ von dir. Ah, es geht nicht, easy. Na, geil, also. Aber wieso macht das so wenig Schaden? Weiß ich nicht. Das ist irgendwie bulkiges Cacturn, ich merk schon, das ist eine neue Strategie, ne? Random Battle. Hast du wenigstens rohe Gewalt drauf? Nee, hab ich nicht. Ich hab Gifton drauf. Gifton. Moment, wenn du mich. Nee, wenn ich dich doch physisch angreife oder so. Gifton ist andersherum. Okay, wenn schade. Ich dich physisch angreife, glaube ich. Ja, immerhin ist der König weg vom Thron geschubst und alles, was dazugehört, der gute Präsident, der hat auf jeden Fall keine Chance. Juhu, jetzt habe ich verloren. Ich hoffe mal. Hat es nicht noch Primarene oder so? Ja, Primarene gegen Pflanzpokémon ist echt stark, ne? Voll gut. Ist richtig stark. Hero, Alter. Fear it. Ja, ich würde sagen, du musst Angst vor mir haben. Ist natürlich jetzt kritisch, ne? Wenn ich eine Flugattacke habe, dann stirbst du. Ich hab nur Flaschen dabei. Das ist okay. Ich hab nur Flaschen dabei. Das ist okay. Ich finde es nebenbei interessant, dass du sowohl Noctuska als auch die Vorentwicklung von Tenkudis hast, also die beiden Pflanzenmonster aus Gen 3. Ja. Gen 3 Power. Pflanze und Lichtpower halt, ne? Ja, ja, die guten alten. Panpur. Weißt du, wie scheiße dieses Ding ist? Jetzt mal Furry. Weißt du, wie scheiße das Ding ist? Was hat er denn? Es hat, glaube ich, keinen einzigen Angriffsmoves außer Kraftreserve. Ja, Kraftreserve Eis. Safe Call. Das Ding kann Nassmacher, rechte Hand, Schutzschild und Kraftreserve. Ja, aber mit Nassmacher kannst du die Stärke von Feuerattacken schwächen. Das ist für deine Pflanzen-Pokémon gut, das musst du so sehen, weißt du, Taktik. Und ich hab noch einen Z-Move, der keine einsetzbare Attacke mehr hat. Hab ich ja auch. Hab ich sehr viele. Auf dem ist der Ultra-Necross mal Z-Kristall. Alter, auf Hero. Ja, deswegen ist das so krass, weißt du? Ich modellier den um. Ein KP. Ein KP! Jetzt Crit ihn weg, Junge! Das war fast ein Crit. Nehm ich mit. Ja, Chip-Damage ist Chip-Damage, weißt du? Aber mein Pempo geht nicht unter. Ah, du gehst auf Schutzschild? Ja, sicherlich. Du stallst dir die IP oder wie? Ja, sicherlich. Du willst, dass ich verzweifle? Ich verzweifle hier gleich. Wenn du in Verzweifler reingehst und dann tötest du dich selbst. Ja, das wird sein. That's the mission, that's the plan. Du sagst Double Protect, let's go. Double Protect, let's go. Oh Mann, warum hab ich so ein Grüttelteam da, ey? Was ist denn das? Ja, Ivitak ist halt schon ein krasses Pokémon. Der ist schon im Uber, ne? Maga, Ivitak zerflattert mein halbes Team jetzt hier zu Ende. Ich hab halt nur Aeroals. Was soll ich machen? Ich kann nichts machen. Ich habe nur Aeroals auf dem Ding. Ich habe nur Aeroals. Was sind sonst noch für Moves drauf? Bärenkräfte, Geheimpower und Kraftreserve. Wow, das ist ja echt klasse. Soll ich mal auf Bärenkräfte gehen? Let's go. Mal. Bärenkräfte, es ist fehlgeschlagen. Aussetzer! Hey! Ich hab's einfach predicted. Jetzt setzt meine Bärenkräfte auf. Das ist so traurig. Mann, Alter, ich hab echt nichts. Ich hab echt wirklich, ich hab nichts. Du hast gar nichts? Nee, ich kann nichts machen. Kraftreserve, los! Jetzt, ich würde sagen, sehr effektiv. Das ist sehr effektiv. Vergiftung, for real. Oh, Alter! Wenigstens etwas Gutes. Schon ein kleiner Lacker, ne? Irgendwo muss man ja seine. Okay, ich habe noch eine krasse Attacke, eine geheime Strategie. Geheimpower. Oh, welcher Move ist das? Das ist ja die Frage, ne? Das war sogar gut. Sichal oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Weiß ich, war auf jeden Fall stark. War auf jeden Fall krass. Ja. War heftig. Also, Furo ist schon stark. Aber gleich ist der Furo down. Ja, aber du bist auch gleich down. That's the problem. Das ist die Sache, außer du behältst ihn jetzt, ne? Slimer ist halt krass, weißt du? Slimer ist tatsächlich super krass. Der ist halt echt, der hat Matschbäume gehabt. Das ist ein guter Move. Das war mein bestes Pokémon. Jetzt ohne zu flachsen, das war halt echt mein bestes Pokémon. Das ist schon traurig. Weißt du, was dieses wunderbare Pokémon kann? Als ob ich Paare einfach. Hä, aber was, wie kann das Paare? Lol. Moment, was? Beere. Was für eine Beere ist das? Überreste, ja, eine gute Beere. Oh Mann, ey, warum ist der so scheiße? Das wird ein Tatiri. Den kann halt auch nur Kacke. Wenn du sagst, dass Sodamark scheiße war, ja, ne? dann ist das nochmal die Krönung. Dann ist das die Ultra-Scheiße. Das ist einfach noch schlechter. Tatiri war so, also beziehungsweise. Ja, das ist so die nächste Stufe. Das ist ein Ultra-Scheiße. Ultra, ja. Ultra, weiß Bescheid. Also. War ein richtig guter Witz, Mann. Sehr durchdacht. Also, ich habe Bärenkräfte, Kraftreserve, Erholung und Restpflege. Das ist aber schon stark. Definitiv. Vor allem, ich werde das bestimmt nicht one-headed, oder? Ich habe Apply-Tip, also, oh, du bist gefahren.
Das ist schon traurig. Es tut mir halt echt leid gerade für dich. Ich überlebe das aber. Du überlebst das. Fletchling! Let's go! Überreste! Ah, die Überreste, die haben dir geholfen, Mann. Die sind OP. Ja, tatsächlich. Die mit Überreste ist so dumm. Ah, Crash, das ist echt gut. Ja, deswegen habe ich es ja gemacht. Ja, das ist echt stark. Bisschen Schaden noch, aber das ist halt super gar viel, ne? Das recoverst du wieder. Ableitung. Schmeckt richtig lecker, ne? Also wir können ja schon mal so sagen, auf dem Kanal von dem guten Present haben wir auch einen Kampf aufgenommen, vor meinem. Und der war etwas spannender tatsächlich. Der war etwas spannender. Also könnt ihr euch auch gerne anschauen, falls ihr Bock habt. Der war, das war bis zur letzten Runde, das war krass. Bis zur letzten Runde. Hier muss ich sagen, also deine Pokémon haben sich stets bemüht. Aber, ja, manchmal war nicht so ganz das Wahre. Nimmt man auch eine 5 mit nach Hause, weißt du? Ist sicherlich doch. Passiert halt mal, ne? Hast du damals eine 5 mit nach Hause gebracht? Wurdest du dann geschlagen? Hallo, mit einer Pantoffel, ne? Mit der Pantoffel. Mit der Pantoffel. Kamst die Haustür rein, Haustür auf, komm! Schon Boom. Das Gesicht im Anime. Einfach weg. Einfach gestorben. Eieiei, Ableitieb, ey. Oh no, tu's nicht, ich bin zum Glück. Nicht, ja, du würdest sagen, nicht der Unleashtyp, aber nee. Ja, das bin ich schon, aber ich hab gedacht, die überlebe ich vielleicht doch. Ableitieb, Parfiness, wann sieht man das denn mal? Ist ein OP-Set. Kannst du sagen, ist ein krasses Set. Kannst du sagen, hat 2 Kills bekommen. Naja, ich würde sagen, war ein spannendes Match. War schon stark, aber warte mal, das kann killen. Also ich kann, glaube ich, dich gar nicht killen. Ich hab nur Ableitieb als Angriff, ne? Wie? Ich glaube, das killt nicht. Alter! Was denn? Wie killt er nicht? Ja, es killt nicht. Und jetzt gehst du auf Matschbombe. Bist du irgendwie Choice gerade oder warum kannst du nur... Ich hab gehen? Nur... Also mein anderer Move wäre sowas wie Reflektor oder Wertewechsel. Ja, das hat ja gar nichts gemacht. Und du hast eine Beere. Also was für eine Beere habe ich? Moment. Die Tara-Beere ist auf. Die Spezialverteidigung wird geboostet. What the fuck, Alter. Das heißt, Matschbombe macht einfach noch weniger Schaden. Ja, ich stirbe jetzt ja eh beim nächsten Update-Team von der Weg auf Schatten. Also gehst du auf Schattenstoß? Hä, ich glaube, du überlebst den sogar noch. Sicher? Ja, ich glaube schon. Ich glaube nicht. Ich glaube, das war ein Missplay. Man, du hast einfach gechoked. Du hättest gewonnen mit Grimer, ich sag's ja. Dir. Ja, guck. Schade. Voll gechoked, Alter. War voll der Choke. Der hat 28, ey. Der hat genau die Hälfte gemacht. Ja, okay, das habe ich nicht ganz gesehen. Mensch. 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 Presse-LP. Leute, das war's von dem wunderbaren Kampf. Vielleicht habe ich noch hier einen Ass im... Ah, nee, doch nicht. Wir haben nochmal einen Kack-Turn. Was für ein Item hat das? Eisenkugel. Als ob. Dann ist er mal langsamer. Das ist ja nicht Moment, stark. Ich habe noch eine Möglichkeit. Du hast noch eine Möglichkeit. Du setupst dich jetzt. Ich habe noch eine Möglichkeit. Du hast noch die Möglichkeit. Ich habe noch die Möglichkeit. Pass auf. Okay, Ableitieb, ich bin schneller. Ja, wegen deiner Eiskugel. Aber du überlebst das. Ja, safe. Pass auf, safe. Ich habe noch eine Möglichkeit. Okay, was ist es? Pass auf. Ich bin jetzt wirklich gespannt. Es ist jetzt der No. Alter. Ich kann's machen. Du jetzt. Angeber. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich jetzt noch sehe. Okay, 30%, dass ich mich selber treffe, aber ich bin jetzt auf +2, das heißt, ich kill dich dann. Das ist jetzt ein Gamble. Hättest du so oder so gemacht. Das ist jetzt ein Gamble, let's go. Komm schon, komm durch. Guck mich hin. Ja! Als ob! Das war sogar echt guten Schaden. Ja, es war gut. Okay. Das ist echt eine Chance, Mann. Einfach alles Angeberei. Ich hätte nochmal Angeberei drücken müssen. Ja, wobei, macht keinen Unterschied. Das ist ja weiterhin verwirrt. Der Schaden war schon schlau. Ist nicht mehr verwirrt, ey. Was ist das für ein Zug, Alter? Ein Zug! Ja, Leute. GG. War ein guter Kampf. Easy. Leute, das Video hat auf jeden Fall seinen Zweck erfüllt, würde ich sagen. War lustig. Mal die Zerstörung von Dario gesehen. Passiert auch mal, ne? Aber ihr hattet Spaß. Lasst ein Like für ihn da. Ja, das auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn ihr mehr Folgen sehen wollt oder halt auch andere Battles, wir können auch wieder Wundertauschkämpfe machen. Oder gar Metronomenkämpfe oder was auch immer ihr sehen wollt. Schreibt es einfach in die Kommentare. Ich kann auch hier so ein Abstimmungsding irgendwo hinklatschen. Stimmt ab, was ihr beim nächsten Mal sehen wollt, wenn es ein nächstes Mal geben will. Mit mir Ciao. Auf jeden Fall nicht mehr nach dieser Zerstörung. Nee, das auf jeden Fall nicht. Ich werde mir da leichteren Gegner raus. Und vielleicht David, Christian oder sonst was. Ja. Irgendein Lulatsch. Leute. Schaut gerne mal Present vorbei. Wie gesagt, Folge dort war der Elbenfahrt aufgenommen. War super toll. Und die letzten Worte hast du. Bis dann. Tschüss.